Ja, auch ihre Lebenszeit hat ein Ablaufdatum, nur steht es jetzt schon fest, das von tausenden Gänsen, die derzeit noch über burgenländische Wiesen ziehen dürfen. Aber in einem Monat, da ist Martinitag und da gilt die südburgenländische Weidegans inzwischen als besondere Spezialität. Und so ist die Nachfrage heuer besonders groß. 4.500 Weidegänse sind in diesen letzten Wochen vor dem Martinitag noch im Südburgenland unterwegs. Rund ein halbes Jahr durften sie im Freien grasen und sich so nebenbei auch noch als Landschaftspfleger betätigen. Diese ökologische Haltungsform wirkt sich auf die Qualität des Fleisches besonders positiv aus, betonen die Gänsehalter. Die Fleischqualität ist das, weil sie sich viel bewegen, feinfasrig, nicht so fett, muskulös. Durch das ist das Fleisch feiner. Vom Broten her geht es schneller. Und zum Fressen kriegen unsere eigentlich nur das Gros auf der Weide und den Hafer. Vom eigenen Betrieb eigentlich. Diese Vorzüge haben sich in der Gastronomieszene längst herumgesprochen. Wirte aus halb Österreich beziehen mittlerweile ihre Martinigänse aus dem Burgenland. Heuer ist die Nachfrage besonders groß. Selbst im August haben schon Leute angerufen, ganzen September. Ja, also erstaunlich groß die Nachfrage. Haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, die Gänse sind besonders gut und jeder möchte gerne eines haben. Gibt es noch welche oder sind schon alle verkauft? Ja, einige gibt es schon noch, also wir sind gerüstet. Das Projekt Südburgenländische Weidegans wurde vor 13 Jahren gestartet. Es ist eine Erfolgsstory. Rund 20 Betriebe befassen sich inzwischen mit der Gänsehaltung. Die meisten im Nebenerwerb, wie Corinna Wagner-Luif in Pinkerfeld. Wir züchten hauptsächlich für Privatleute, haben Stammkundschaften, die schon sehr lang kommen. Mittlerweile einiges an Händelzüchtern, die sie Gänse haben, da, damit der Fuchs ein bisschen fernbleibt. Und ein Gasthaus haben wir auch, das wir seit ein paar Jahren beliefern. Wie schwer sind die Gänse, wenn Sie sie ausliefern quasi? Also im Schnitt zwischen 3 und 6 Kilo, in der Regel haben sie 4-5 Kilo. Die Hauptganselzeit in der heimischen Gastronomie ist zwar rund um Martini, die ersten Ganselwochen starten aber bereits in der zweiten Oktoberhälfte, denn viele Gäste haben bereits Appetit auf ein knuspriges Gansel.